Max, wie war dein Paris-Roubaix? Boah, sehr hart. Also ich muss ehrlich sagen, als wir auf und nach Arenberg zu den Favoriten vorgefahren sind, hat es sich ein bisschen wie im Traum angefühlt, weil ich war gar nicht so sehr am Anschlag. Also es war natürlich super hart, keine Frage, aber als ich dann gesehen habe, wir sind jetzt plötzlich nur noch mit ein paar Mann alleine und schaffen es wirklich nach vorne zu bridgen, war das schon richtig geil. Und danach lief es dann erstmal von selber. Ich habe versucht, halbwegs clever zu fahren. Ich denke, ich war jetzt keiner von den gut 10 Mann, der die meiste Arbeit verrichten soll. Insofern habe ich versucht, mich ein bisschen zurückzuhalten, aber trotzdem fair zu fahren. Und ja, großes Dankeschön an Laurens Rex, der mit mir nach Mont-Saint-Pével wirklich komplett durchgezogen hat. Und wir haben jedes Korn auf die Straße geschmissen, das wir hatten. Was war dann, nachdem du vorne mit in der Gruppe dabei warst, bei den Allerbesten, das war ein ganz erlesenes Grüppchen, hast du dann einfach versucht, okay, ich muss irgendwie am Pflasterstück dranbleiben, oder konnte man sich da gar keine Taktik zurechtlegen? Ja, ich habe kurz mit Dege gesprochen, was jetzt das Beste ist zu machen. Er hat ja ein bisschen mehr Erfahrung als ich und er meinte jetzt möglichst lange in der Gruppe drinbleiben. Die hat sich ja dann noch ein bisschen ausgedünnt, ich weiß gar nicht weshalb. Auf jeden Fall waren wir dann schon ein paar Mann weniger und vom Mont-Saint-Pével habe ich dann versucht, ein bisschen zu antizipieren, aber weiß jetzt retrospektiv nicht, ob das das Schlauste war. Vielleicht hätte ich dranbleiben können, wenn ich einfach die Beine geschont hätte, aber im Sektor vorher hatte ich ein bisschen Probleme. Da ging die Lücke auf und dann musste ich dann hinter Gunner her erstmal wieder nach vorne fahren und habe da schon einige Körner gelassen. Das lief nicht ganz optimal, aber ja, es ist jetzt Meckern auf hohem Niveau. Ich bin ziemlich zufrieden. Du bist jetzt im Regen gefahren, bei Trockenheit, heute kam Sonnenschein hinzu. Wann macht Paris-Roubaix am meisten Spaß? Also im Regen fahren muss ich nicht nochmal. Also definitiv heute. Kann man es genießen unterwegs an so einem Tag wie heute? Boah, ich muss sagen, ich war so fokussiert, also jetzt ohne zu übertreiben, aber wirklich komplett fokussiert aufs Rennen, sodass ich teilweise den Tunnel gar nicht so wahrgenommen habe, der Menschenmasse, durch die wir gefahren sind. Manchmal musste ich mich so ein bisschen schütteln und habe gedacht, boah krass, fährst ja mit den Top Ten über Carrefour de Labre. Das war natürlich schon geil, aber es hat auch richtig wehgetan. Danke.